Guten Morgen, meine Lieben. Na, alles gut bei euch? Ja, ich bin hier gerade ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Ihr werdet euch jetzt auch wundern, warum stehe ich hier unten und warum sehe ich noch so aus, wie ich aussehe, weil ihr könnt es ja in der Unterschrift lesen. Es handelt sich heute um ein Get Ready With Me und ich möchte, naja, nicht um ein Get Ready With Me, sondern um ein Tutorial, da ich euch ja meinen Silber-Lila-Look schminken möchte. Aber ich muss euch jetzt was zeigen, denn ich bin hier gerade ein bisschen sprachlos und ich bin stinkesauer, ja? Also nicht nur, dass bei uns morgens um 7:15, 7:30 angefangen wird zu mähen, nein, jetzt wird das hier auch noch so dermaßen abgefuckt, dass ich hier gerade nicht weiß, was ich sagen soll. Also, es handelt sich darum, dass wir vor unserem Haus Büsche haben, hatten und Schatzi und ich jetzt gestern Abend sogar extra weggefahren sind, um uns so Lichterketten zu kaufen, da wir an den ganzen anderen Häusern gesehen haben, dass die so Lichterkettendecken über ihre Büsche drüber gelegt haben und ja, ich fand, das sah total hübsch aus. So, jetzt sind wir gestern Abend zum Walmart gefahren und haben uns diese Lichterketten gekauft, da wir gestern noch einen Busch hatten, über den ich die Lichterkette hätte drüberlegen können. Jetzt zeige ich euch mal, was gerade passiert ist. Könnt ihr das erkennen? Könnt ihr das erkennen, Schätzelein? Guckt euch das mal bitte an. Hallo? Hallo? Was ist hier denn passiert? Die haben mir den kompletten Busch abgeschnitten. Jetzt kann ich gar keine Lichterkette drauflegen. Guck mal, wie scheiße sieht das denn aus? Ja, also, wo kann ich euch denn mal reinzoomen? Vielleicht hier drüben. Moment. So, also so sehen gesunde Büsche aus, ja? Und nicht so. Kann ich meine Lichterkettendecke kann ich als Kleid anziehen, weil über meine Büsche kann ich die nicht drüberlegen. Sieht ja kacke aus, ne? So, also das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Und ja, jetzt geht's los mit dem Silber-Lila-Look. So, meine Lieben, jetzt gewohntes Hintergrundbild für die Tatsache, dass wir uns jetzt ein Gesicht malen. Es geht heute um meinen Silber-Lila-Look, den ich letzte Woche auf Instagram gepostet hatte. Wer mir auf Instagram folgt, der hat es gesehen und in den Kommentaren bin ich ganz, ganz oft gefragt worden, ob ich dazu nicht ein Video machen könnte und natürlich, ihr kennt mich, mach ich, ja? So, ich wollte das Ganze heute eigentlich auch mit Musik unterlegen, hab hier auch schon mein Handy und hätte da jetzt auch, ja, einfach für euch dann Musik überlegt, draufgelegt und hätte mich jetzt einfach geschminkt, aber ich bin seit 5 Uhr wach, Schätzeleins, ja, ich glaube, ich habe 8 Kaffee in mir, wir haben mittlerweile 8.28 Uhr, ich habe Energie in mir, ich bin hyperaktiv ohne Ende. Wir haben Dienstagmorgen und in 2 Tagen ist es soweit. Meine Mama kommt auf die Insel und Worte können nicht beschreiben, wie es mir geht. Ich bin, ja, ich bin überglücklich, ich bin mega happy und seit 2 Tagen springe ich hier wie im Sechseck und freue mich und bin mitten in meinen Vorbereitungen. Ich muss heute auch nicht aus dem Haus und das Make-up, das wir heute schminken, ist ein sehr, ja, ein sehr auffallendes Make-up. Aber, ja, wie gesagt, ich muss heute nicht mehr raus, selbst wenn, das ist kein Problem. Also ich habe kein Problem damit, mit so einem Augen-Make-up aus dem Haus zu gehen. Ja, wir fangen mal an. Also ich mache mir erstmal ein bisschen Lippenpflege drauf. So. Und da ich gestern Abend eine neue Rezeptur für den Glühwein ausprobiert habe, ihr wisst es ja, meine Mama hat mir Glühfix geschickt und sie hat mir ja Instruktionen gegeben, dass ich doch bitte das perfekte Rezept haben soll, bis sie dann auf der Insel ankommt. Und ich glaube, ich habe es auch gefunden. Das Problem ist nur, dass man dann morgens mit so einem Kopf aufwacht
und die Augen dann auch ein bisschen geschwollen sind. Deswegen benutze ich heute noch von Clinique meinen Augen-Roll-On. Wie ihr seht, ich bin natürlich mal wieder vorpräpariert, habe mir meine Augenbrauen schon mal vorgezeichnet und dass wir dann auch gleich loslegen können. Wie gesagt, auf Instagram, das Bild habt ihr gesehen. Ich schau mal, ob ich das heute wieder so hinbekomme. Die Lidschatten sind beide von Catrice. Einmal aus einer LE, aus dieser Art Future LE. Das ist dieser silberne. Und dann aus der Catrice Velvet Matte Eyeshadow Reihe der L Burgundy. Das sind diese zwei Lidschatten, mit denen wir heute arbeiten werden. Und als Blendeton werde ich von Wet n Wild den Creme Brûlée verwenden. Weil heute ist sehr, 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 sehr viel Blenden angesagt. Da der Lidschatten von Catrice sehr farbintensiv ist, eine Wahnsinnspigmentierung hat. Und ja, also ihr werdet es sehen. Ich quatsche ein bisschen dabei, weil, ja, ich weiß, die eine oder andere, die wird dann wieder ein bisschen meckern, wenn ich Musik unterlegt hätte. Von daher ist das jetzt auch ganz gut. Und ich musste euch natürlich meine Büsche zeigen. Hallo? Habt ihr das gesehen? Was ist da denn bitte passiert? Also, ich bin ein bisschen sprachlos. Gut, also wir fangen mal mit der Foundation an. Ich benutze heute mein Ebelin Eye und als Foundation werde ich, ja, ist immer die Qual der Wahl, wenn man so viel Auswahl hat. Ich nehme von Maybelline das Superstay Make-up. Naja, also ich wollte heute eigentlich noch meine Außendeko fertig machen. Ja, wie gesagt, das hat sich ja jetzt erledigt, weil ich habe ja auch keine Büsche mehr. Und, aber das macht nichts, weil es ist nicht so, dass ich nichts zu tun habe. Also ich bin seit Tagen, bin ich hier in meinen Vorbereitungen. Ihr kennt mich, bei mir muss immer alles perfekt sein. Und natürlich noch ein bisschen perfekter, wenn die Mama kommt. Das ist bei mir einfach so. Und ich bin jetzt seit Tagen am Putzen, am Saubermachen. Dinge, die man jetzt nicht jeden Tag machen würde. Fußleisten sauber machen, Klimaanlage sauber machen, die ganzen Ventilatoren mal sauber machen und. So, und habe natürlich auch noch das ein oder andere zu besorgen. Und das Problem ist jetzt, dass Schatzi letzte Woche am Donnerstag oder am Freitag ganz spontan, bei uns passiert ja immer alles ganz spontan, noch eine Schule aufgebrummt hat für diese Woche, aufgebrummt bekommen hat. Was ja nicht das Problem ist, wenn die Schule hier bei uns auf dem Militärsgebiet gewesen wäre. Nein, natürlich nicht. Diese Woche muss Schatzi eine Schule machen, die in Waikiki ist. Waikiki ist am anderen Ende der Insel. Ich habe es euch schon mehrere Male erzählt, dass der Verkehr hier auf der Insel Horror ist, da immer alle in eine Richtung müssen. So, mein Mann fängt jetzt also morgens um 8 Uhr mit der Schule an und muss hier wirklich um 5, spätestens 5:30 aus dem Haus, dass er pünktlich in Waikiki ankommt. Und abends hat man dann natürlich das gleiche Problem, weil dann muss ja der komplette Verkehr wieder zurück. So, also mein Mann kam gestern Abend um 7:45 nach Hause. Um 5 Uhr war die Schule zu Ende. Ja, dass mir da natürlich nicht die Sonne aus dem Hintern geschienen hat, brauche ich euch nicht erzählen. Das Problem ist jetzt, dass mein Mann natürlich das Auto braucht. Wir haben nur ein Auto und ja, also wenn ich jetzt momentan irgendwelche Erledigungen zu machen habe, irgendwelche Besorgungen, dann muss ich hier laufen, was ja auch kein Problem ist. Die Temperaturen ist so ein bisschen mein Problem, weil ich habe mir gestern Mittag, habe ich mir mal gedacht, komm Sandra, läufst du mal schnell zur Post, ist ja nicht weit, im Auto mit Klimaanlage. Ja, das habe ich dann auch gemacht, hätte nicht gedacht, dass ich knapp 1,5 Stunden unterwegs bin, aber gut. Und weil ich wollte ein paar Briefmarken, ne?
Also ich habe ja auch ein paar Schätzeleins in Deutschland, denen ich gerne eine Weihnachtskarte oder so schicken möchte. Das habe ich jetzt auch getan. Aber ich kann euch sagen, meine Lieben, das war weit. Das war richtig weit. Und dann hatten wir gestern natürlich auch mal wieder zur Abwechslung 28 Grad. Ne? Also es ist ja dann nicht so, dass man sich hier so ein bisschen den Hintern abfriert und sich einen Schal anzieht und eine dicke Jacke. Nein, also es war warm. Ich war dann auch froh, wie ich wieder zu Hause war. Also ich sage jetzt heute auch gar nicht viel, was ich hier so mache, weil ihr kennt ja eigentlich meine Routine, ja. Ist ja immer das Gleiche. Im Endeffekt geht es ja heute um das Augen-Make-up. Was ich heute nicht mache, normalerweise mache ich mein Make-up und dann setze ich das Ganze mit Puder und konturieren und was weiß ich nicht alles. Aber da wir heute wahrscheinlich ein bisschen Fallout haben werden, da die Pigmentierung von diesem Lidschatten, wie gesagt, sehr stark ist, werde ich warten, bis wir mit dem Augen-Make-up fertig sind, dass ich dann einfach noch ein bisschen concealen kann und das Fallout entnehmen kann. Also das ist eine Art und Weise, dass ihr jetzt dann einfach wartet, ja, bis ihr dann fertig seid und dann mit einem Concealer und mit dem Maybelline Eye, da funktioniert das wunderbar, euch dann den Fallout entfernt. Oder ihr könnt natürlich auch transparentes Puder, Babypuder hier unter die Augenpartie auftragen und dann später einfach mit einem Kabuki oder mit einem Pinsel könnt ihr euch das Ganze dann wegpinseln. So. Ja, also wie gesagt, jetzt haben wir die Augenbrauen, Make-up haben wir drauf, Eyeshadow Base haben wir drauf und dann würde ich auch sagen, geht es los. Natürlich arbeite ich wieder mit meinem Tübchen. So, im Endeffekt ist es genau die gleiche Methode, die ich euch ja schon in meinem Gold-Kupfer-Look gezeigt hatte, nur eben heute mit anderen Farben. So, ich benutze einen Ebelin Lidschattenpinsel und nehme mir jetzt von Catrice diesen silbernen Lidschatten und gebe den mir bis zur Hälfte vom Lid auf. Schön abklopfen, weil auch der hat Fallout. Ein bisschen kann ich euch reinholen. So. Ja, hier könnt ihr es erkennen. Also ich habe es wirklich nur bis zur Mitte vom Lid habe ich es aufgetragen. Das Ganze machen wir jetzt auch noch mit dem anderen Auge. Also ich finde die Farbabgabe von diesem Lidschatten finde ich echt toll. Wobei wir müssen nachher wahrscheinlich noch mal ein bisschen drüber gehen mit dem Silber. Dadurch das Blenden von dem lilanen Lidschatten wird ein bisschen Farbintensivität, ihr wisst was ich meine, wird von dem silbernen Lidschatten genommen. So, jetzt nehmen wir uns einen Blendepinsel. Das ist sogar noch der von meinem letzten Make-up. Deswegen ist da auch noch ein bisschen lilane Farbe dran. Der Lidschatten. Und gehen wirklich sehr, sehr vorsichtig in die Sache rein, weil die Farbabgabe, wie gesagt, ist der absolute Wahnsinn. Schön abklopfen nach Farb. Nachdem ihr den Lidschatten entnommen habt. Und jetzt machen wir wieder unseren Tübchen-Trick. So, und hier könnt ihr jetzt schon die Farbabgabe erkennen. Also das ist wirklich der Wahnsinn, dieser Lidschatten. So. Ist jetzt nicht so akkurat geworden. Können wir ausbessern mit einem Wattestäbchen. So, und jetzt geht es los. Jetzt geht es ans Blenden.
dieser Look gibt mein Weihnachtslook. Ich habe ja auch schon Fingernägel, also ein Design für meine Fingernägel für Weihnacht, also Heiligabend. Bei mir muss das alles zusammenpassen. Und an Weihnachten möchte ich das Ganze natürlich ein bisschen dramatischer haben wie sonst. Und von daher ziehe ich jetzt diesen Lidschatten auch ein bisschen hoch. Den Lidschatten auch bis hier vorne rein. Das sieht jetzt ein bisschen dunkel aus, aber durch das, dass wir nachher noch verblenden mit dem Wet n Wild Lidschatten, da werdet ihr sehen, dass ihr einfach so einen schönen Ombre-Übergang bekommt. Also keine Panik, das muss so sein. So habe ich es auf jeden Fall in meinem letzten Look gemacht. So, also so sieht das Ganze jetzt mal aus. Jetzt nehmen wir unseren Creme Brûlée Lidschatten und wieder einen fluffigen Pinsel. Wenn ich einen finde, hier. Und das setze ich mir unter die Augenbraue und verblende die Kanten. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt gehe ich nochmal in das Lila ein bisschen rein. So, und jetzt könnt ihr erkennen, ich ziehe euch mal ein bisschen raus, dass dieser Lidschatten, also das haben ja auch schon sehr, sehr viele gesagt, dass dieser Lidschatten sehr ins Grau geht, wenn man den ausblendet, was auch stimmt. Deswegen nehme ich mir jetzt nochmal einen anderen Pinsel. Das ist so ein rundgebundener, den habe ich von Elf. Und gehe damit jetzt nochmal in den Lidschatten rein und setze mir in die Lidfalte und hier in das V nochmal eine Schicht von diesem Lidschatten und dadurch kommt dann diese wunderschöne lila Farbe wieder zum Vorschein. So, also wie ihr seht, das ist wirklich ein sehr, sehr dunkles, sehr, sehr intensives Augen-Make-up. Also das wird jetzt natürlich auch nicht jedem gefallen. Aber wie gesagt, für Weihnachten, da darf es bei mir ruhig ein bisschen mehr sein. Ich blende jetzt nochmal ein bisschen aus. So. Jetzt nehme ich mir einen Eyeliner-Pinsel. Auch den benutze ich von Essence, diesen abgeschrägten. Und mache mir den ein bisschen nass, hier mit diesem Aquaspray. Gehe dann in diesen Lidschatten. Abklopfen. Und ziehe mir am unteren Wimpernrand, ziehe ich mir einen Strich. So, dann nehme ich mir
so eine Pinsel. Ist eigentlich auch ein Lidschattenpinsel von Elf, aber der ist schön hart gebunden. Und damit blende ich das jetzt noch ein bisschen und versmatsch das, dass ich auch hier keine Kanten und Ecken habe. Jetzt nehme ich nochmal von Catrice diesen silbernen Lidschatten, weil wie ihr seht, es hat jetzt natürlich doch schon sehr die Farbe genommen. Und gehe damit dann einfach noch, also mit dem Pinsel einfach nochmal in die Farbe rein. So sieht es aus. Ein bisschen verblenden. Und dann natürlich auch, wo ist mein anderer? Nochmal ein Essence-Pinsel, hier dieser rundgebundene. Gehe dann damit in den silbernen Lidschatten nochmal rein und setze mir ein Highlight im inneren Augenwinkel. So, und so sieht das Ganze bis jetzt aus. Ja, so, jetzt machen wir noch die Wimpern, ja, weil ihr kennt es wahrscheinlich selbst, das schönste Augen-Make-up sieht immer scheiße aus, weil man noch keinen Ausdruck in den Augen hat, da die Wimpern noch nicht getuscht sind. Und einfach, um euch jetzt mal den Unterschied zu zeigen, tusche ich mir jetzt die Wimpern. Dann nehme ich für unten wie immer von der Catrice die Glamour Doll. Dann benutzen wir von L'Oreal die Mega Volume Mascara. Das ist natürlich aber ganz euch überlassen, mit welcher Mascara ihr am besten arbeiten könnt oder welche Mascara für euch die schönsten Wimpern macht. Ich benutze diese Volume Mascara momentan sehr, sehr gerne. Gehe dann jetzt nochmal mit meiner Essence, mit der schwarzen I Love Extreme, gehe ich da jetzt dann nochmal drüber. Dann sieht das Ganze jetzt so aus. Dann liegt es jetzt natürlich an euch, ob ihr jetzt einen hellen Kajal verwenden möchtet oder einen dunklen Kajal. Ich werde von P2 diesen weißen Kajal verwenden, da das Auge ja schon sehr, sehr dunkel geschminkt ist und ich mir dann auch gleich noch einen Eyeliner ziehen werde. Und ja, einfach um das Auge dann noch ein bisschen zu öffnen, verwende ich jetzt mal auf diesem Auge einen weißen Kajal und auf dem anderen Auge, dass ihr das dann nachher vergleichen könnt, werde ich einen dunklen Kajal verwenden, dass ihr den, ja, ne, dass ihr den Unterschied einfach sehen könnt. So, Kajal ist aufgetragen. Jetzt werde ich mir noch einen schwarzen Eyeliner ziehen. Da benutze ich momentan sehr, sehr gerne von Maybelline Eye Studio diesen Creme-Eyeliner, der dann auch wirklich sehr schwarz ist und wenn der angetrocknet ist, hält der bombenfest. So, jetzt haben wir uns einen Eyeliner gezogen, also dadurch wird das Auge dann auch nochmal ein bisschen in die Breite gezogen. Und da ich ja sehr runde Augen habe, setze ich mir eigentlich immer nur einen Wing
und zieh den so ein bisschen vor bis ungefähr, ja, das äußere Drittel vom Auge, weil ich einfach finde, wenn man sich einen Kajal über das komplette Auge zieht, dass es das Auge so ein bisschen zusammendrückt und das mag ich nicht so. Von daher habe ich immer nur diesen äußeren Eyeliner. Und um das Ganze jetzt noch ein bisschen dramatischer zu machen, gehe ich nochmal mit meiner Miss Volume Manga Mascara über meine oberen Wimpern. Und damit ist das erste Auge auch schon fertig. Also ihr könnt natürlich den Unterschied, könnt ihr erkennen. Ja, also dieses Auge sieht natürlich viel runder aus wie dieses Auge. Ja, durch diese Typchenmethode zeichnet ihr euch einfach schon mal so eine schöne Kante vor. Es gibt natürlich Mädels auf YouTube, die können das ganz, ja, mit einem Pinsel und mit dem Lidschatten selbst. Ich kann das nicht, von daher benutze ich dann immer das Tübchen. Und ja, also selbst wenn ihr euch jetzt keinen Eyeliner ziehen möchtet, wenn ihr sagt, mir reicht es von der Farbabgabe oder Farbzusammenstellung, habt ihr durch diese Kante, die ihr euch mit diesem Tübchen gezeichnet habt, automatisch schon so einen Cat-Eye-Effekt und euer Auge wird ein bisschen in die Breite gezogen. Gut. Da wir jetzt schon 30 Minuten dabei sind, würde ich sagen, ich mache das nächste Auge wieder für mich und werde da dann, wie gesagt, den schwarzen Kajal verwenden, dass ihr einen Unterschied nachher seht. Da bin ich wieder. Meine Augen sind fertig geschminkt. Auf diesem Auge habe ich jetzt einen schwarzen Kajal. Hier habe ich einen weißen Kajal. Ich hole euch ein bisschen rein, dass ihr den Unterschied sehen könnt. Also dieses Auge sieht dann eben doch noch ein bisschen geöffneter aus durch den hellen Kajal und dieses Auge dann doch noch ein bisschen dunkler. Das könnt ihr euch dann selbstverständlich, ja, selbst raussuchen, was euch besser gefällt. Ich habe jetzt mal die Augen soweit fertig und ja, ich habe viel Fallout, ja, viel nicht. Ja, also hier könnt ihr es erkennen, ja, ich bin halt schön am Glitzern und am Glänzen und so soll das Ganze natürlich nicht aussehen. Von daher nehme ich mir jetzt einen Concealer, da nehme ich momentan sehr gerne den von Revlon. Und ja, gebe hier jetzt einfach so ein bisschen Concealer unter mein Auge, nehme meinen Ebelin Eye und damit bekommt ihr dann das Fallout wirklich super einfach weg. So, dann noch das zweite Auge. Man hätte jetzt natürlich auch einen helleren Concealer nehmen können. Somit hättet ihr dann auch gleichzeitig noch ein bisschen gehighlightet unterm Auge. Aber das mache ich nicht. Mir reicht es so. Ja, und jetzt ist mein Fallout weg. Gut, dann würde ich sagen, wir haben ja noch nicht abgepudert. Wie gesagt, ich habe ja vorhin nur meine Foundation aufgetragen. Da nehme ich von Catrice mein Puder, einen Puderpinsel von Real Techniques und sette das Ganze ein bisschen. Wichtig ist auch, dass ihr das Puder einklopft und nicht reibt, weil sonst wird das Make-up fleckig oder es kann fleckig werden. Also so habe ich das früher gemacht und habe mich dann immer gewundert, warum ja stellenweise meine Rötungen durchgekommen sind. Also tupft euch das Puder so auf und somit settet ihr das Make-up und ihr schmiert euch das nicht im kompletten Gesicht rum.
So, dann werde ich jetzt noch konturieren. Da benutze ich heute von Catrice mein geliebtes Puder. Das war ja mal in einer LE. Nehme von Elf meinen Contour Brush, den ich sehr, sehr gut finde. Der hat damals, ich glaube, $3 gekostet. Fischmund. Und dann, ich habe jetzt in den letzten Tagen viele Konturiervideos gesehen und man sagt, dass man bis zum Augenwinkel konturieren soll und nicht bis ganz hier runter. So. Wie gesagt, es ist mein Weihnachts-Heiligabend-Make-up. Da kann das Ganze natürlich ein bisschen extremer sein wie sonst. Ja, wobei ich muss sagen, ich gucke mir viele Videos an, ja, und den einen oder anderen Tipp, den nehme ich mir natürlich auch gerne zu Herzen. Ich probiere es aus, aber im Endeffekt laufe ich halt dann doch so in der Gegend rum, wie es mir am besten gefällt. Und ich bin ja jemand, ich habe ja so einen absoluten Knödelkopf, ne? Ihr wisst da ja mittlerweile. Und ich habe halt auch sehr große Backen. Wenn jetzt jemand ein ovales Gesicht hat und sehr schlank ist im Gesicht, dann reicht es auch, wenn ihr nur hier bis hierher konturiert, ne? Nicht wie ich bis hier runter. Aber ich möchte einfach, dass meine Hamsterbacken so ein bisschen so ein bisschen einkonturiert werden, dass da so ein Schatten drauf liegt, dass man vom Gesicht her einfach ein bisschen schmaler aussieht. Nicht runder, ja, weil rund habe ich ja schon, schmaler aussieht. So, dann verblende ich das Ganze noch ein bisschen. Highlighter möchte ich natürlich auch, ja, also so. Ich möchte natürlich einen wunderschönen Glow haben an Heiligabend. Und da habe ich diesen Highlighter verwendet aus der Blue Me Up LE von Essence. Das ist das Schimmerpowder. Und da wir das Augen-Make-up ja sehr kühl gehalten haben, also Silber und Lila sind ja sehr kühle Farben, möchte ich auch einen kühlen Highlighter. Da benutze ich dann auch wieder von Real Techniques einen Pinsel und setze mir das jetzt hier oben auf den Wangenknochen. So, ja, da könnt ihr den Unterschied erkennen, ja. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schimmerpuder, da es mit keinen großen Glitzerpartikeln kommt. Lippenstift suche ich mir auch gleich raus. Einen Lippenstift habe ich mir auch gleich rausgesucht. Da ich jetzt natürlich ein sehr, sehr, sehr extremes Augen-Make-up geschminkt habe, möchte ich jetzt nicht noch einen Fokus auf die Lippen legen. Natürlich gibt es bei mir dann wieder einen Nude-Ton. Und da verwende ich von MAC die Farbe Sis. Das ist ein Satin-Finish. Ein schöner Braun-Nude-Ton. So, dann können wir unser Nasenpiercing wieder reinmachen oder ich. Ja, und das ist im Endeffekt der ganze Look. Ich werde mir jetzt noch ein paar Haare reinmachen. Ja, ich bin heute ja ganz Natur, weil wie gesagt, ich muss ja nicht aus dem Haus. Aber ich finde einfach, wenn die Haare dann noch gemacht sind, dann hat man doch nochmal ein besseres Bild. Also, bis gleich. Tada! So, meine Lieben, meine Haare habe ich jetzt auch drin. Heute habe ich mich mal für glatt entschieden. Ich habe gestern auch noch meine Haare gefärbt, wieder ein bisschen dunkler. Von daher passt es jetzt auch. Man sieht keinen Übergang. Und ich denke auch, dass ich an Heiligabend glattes Haar haben werde. Ich weiß es noch nicht. Da werde ich mich dann spontan für entscheiden.
Das ist jetzt mal der Look der Silberlila mit Drogerieprodukten. Also man muss natürlich nicht immer teure Paletten haben, um einen schönen Look zu schminken. Ich finde, dass ich die deutsche Drogerie, also P2, Essence und Catrice in den letzten Jahren wirklich gemacht hat und dass die Produkte wirklich super gut sind. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, der Look gefällt euch und würde dann somit sagen, das war's. Ist wieder ein sehr langes Video geworden. Ich hoffe, ihr freut euch und ja, ich wünsche euch somit einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!